Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, in dem es um die Frage geht, muss ein gutes Zelt unbedingt auch teuer sein? Hat Qualität ihren Preis oder gibt es auch gute Qualität für einen geringeren Preis? Der Frage will ich mich heute mal stellen, die Herausforderung nehme ich sozusagen an. Hintergrund der Geschichte ist, ich bin schon seit gut 4 Jahren jetzt mit meinem Zelt unterwegs, gelegentlich mal eine Übernachtung hier und da oder auch mal ein paar Tage mehr am Stück im Zelt. Und das ist das Vengo Nevis 200, 2-Personen-Zelt, aber doch sehr, sehr klein. Passt eigentlich nur eine Person rein, blende ich euch mal eben ein. Bin ich eigentlich auch ganz gut mit zufrieden, habe mich bis jetzt immer gut begleitet, bin trocken drin geblieben, alles gut. Nachteil von dem Zelt ist definitiv, dass es so klein ist, wiegt gut 2 Kilo, also auch nicht das Leichteste. Und ein Nachteil ist, man muss es abspannen. Ich habe gerade bei einem letzten Overnighter festgestellt, war ein härterer Waldboden. Das wäre schon ganz hübsch gewesen, wenn man da ein Zelt hätte, was auch so frei stehen kann, ohne dass man das abspannen muss. Habe mich dann natürlich mit dem Thema beschäftigt. Gute Zelte kosten auch einen guten Preis. Bis ich dann von der Firma Ober hier angeschrieben worden bin. Die haben gesagt, willst du nicht mal eins von unseren Produkten ausprobieren? Da dachte ich mir, besuchst du eh gerade ein Zelt? Warum nicht? Gibst du dem Ganzen mal eine Chance? Hier drin ist das gute Stück. Das heißt, von der Firma Black Deer, also Schwarzer Hirsch, ist das das Archeos 2, 2-Personen-Zelt. Kostet aktuell bei Ober knapp 125 Euro. Ich habe es mir hier in Military Green bestellt und es gibt auch noch in Elfenbeinweiß. Wollen wir uns mal nicht länger auf die Folter spannen? Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ihr seht, Karton ist noch zu. Und wie heißt das so schön? Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Darum wollen wir das mal zusammen erleben, was ich hier jetzt auspacke. So, Packmaß hatte ich schon nachgeschaut, sind also ist rund 15 cm und die Länge sind 42 cm. So, Umverpackung ist weg. Da ist das gute Stück. Guck mal, was ist dabei? Reklame. Ja, ihr seht auch, ich habe eingeblendet, dass es sich um bezahlte Werbung handelt. Sprich, die Firma Ober hat mir das ja kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich mache natürlich ein ergebnisoffenes Video. Und bin selbst sehr gespannt, zu welchem Ergebnis ich da gleich komme. Was ist mir wichtig? Also wichtig, wie gesagt, einmal Packmaß darf nicht zu groß sein. Das ist mir ja klar. Was es für ein Packmaß hatte, stand ja in der Beschreibung. Gewicht sollte auch nicht zu hoch sein. Ist mit 2,6 Kilo natürlich schon nicht das Leichteste. Ist klar. Ne? Aber das ist natürlich auch so eine Preisfrage. Die hochpreisigeren Zelte sind natürlich auch deutlich leichter. Es sind andere Materialien verarbeitet, dass dann auch was Leichteres dabei rauskommt. So, aber für den Preis denke ich mir, ist das okay. 2,6 Kilo, eigentlich so auch ganz handlich, macht erstmal einen guten Eindruck. Was haben wir hier? Black Deer, noch ein bisschen Werbung dran. Okay, machen wir mal weiter, gucken, was in dem Paket noch drin ist. So, vorweg, wo ich gerade bei den Daten vom Zelt bin, ich schreibe hier noch unten in die Videobeschreibung und den Link zur Firma Ober natürlich auch. Das hat eine Wasserdichtigkeit, ist ja auch nicht ganz so unwesentlich, von 3000 mm. Ich habe jetzt nur eine Angabe gefunden, sprich, denk mal, Zeltoberfläche, Zeltboden, dass das gleich ist. Die DIN-Norm besagt ja 1300 mm Wasser solle gelten als wasserdicht. Mindestens 3000 mm sagt aber die Erfahrung. Oder wenn man ein bisschen googelt, was für Tipps eingegeben werden, sollte das schon an Dichtigkeit haben, 3000 mm Wassersäule. Und dies hier hat, wie gesagt, genau die 3000. Das werden wir aber ausprobieren. Ich werde das Zelt von allen Seiten gleich mal ordentlich nass machen und dann schauen wir mal, ne, wie dicht es wirklich ist. So, Zeltgestänge, Heringe. Was haben wir hier? Wahrscheinlich fürs Fenster, so ein Moskitonetz. Und dann gucke ich mal. Das scheint das Innenzelt zu sein. Und das Außenzelt. Es gibt 2 Aufbaumodi-Möglichkeiten, sprich, dass man mit dem Gestänge einmal nur das Innenzelt aufbaut und bei schönem Wetter, wenn es warm ist, dann halt so darin übernachten kann. Und die zweite Möglichkeit dann gegen Regen auch noch die Außenhülle darüber zu werfen. Ja, würde ich sagen, entscheidend ist auf dem Platz, baue ich das Ding mal auf.
Die Heringe kommen erstmal an die Seite. Ist ja gerade der Vorteil eines freistehenden Zeltes, dass ich diese Möglichkeit habe, es halt auch ohne Heringe aufzubauen. Das Dach lege ich auch mal an die Seite. Beschäftige ich erstmal mit dem Zeltgestänge. Mal gucken. Alles noch hier original verpackt. Gucken, dass das nicht wegfliegt. Mein Müll hier so. Dann haben wir hier ein kurzes Gestänge. Fällt mir auch direkt auf, ich habe ja keine Aufbauanleitung. Habe jetzt auch nicht genau nachgeschaut, ob eine dabei ist. Ich probiere es erstmal ohne. Sollte ja eigentlich selbsterklärend sein. Also, kommt ganz schön was zusammen hier. Stange Nummer 1. Stange Nummer 2. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, es gibt zwei Aufbaumodi. Einmal nur das Innenzelt und damit Hülle drüber. Bei hochpreisigeren Zelten, Beispiel jetzt zum Beispiel von Haber, MSR, Zelt. Da gibt es ja die Möglichkeit, auch eine dritte Aufbaumöglichkeit im Footprint halt praktisch die Stangen festzumachen und dann nur die Außenhülle aufzubauen. Das gibt es hier nicht, weil es gibt kein Footprint. Habe ich schon gegoogelt. Die Firma bietet das nicht an. Da müssen wir aber auch mal schauen, ob ich mir da nicht ein eigenes noch drunter mache. Ob das so okay ist, ob das nicht zu dünn ist, der Zeltboden. Aber schauen wir erstmal. So. Ich würde mal sagen, Stange Nummer 1. Das kann nicht verkehrt sein. Stange Nummer 2. So, dann fange ich mal an, das einzuklipsen. Also der Zeltaufbau jetzt mal in Echtzeit und ohne vorher eine Anleitung gesehen zu haben. Aber ich glaube, die brauchen wir wirklich nicht, ne? Wie man sieht. Das ist ja doch ziemlich selbsterklärend. So. Jetzt habe ich ja noch die kurze Stange über. Sehe aber schon, hier gibt es Ösen und es erklärt sich ja auch von selbst dann. Ne? Was auf jeden Fall auf den ersten Eindruck von der Größe jetzt hier einen positiven Eindruck auf mich. Das ist deutlich größer als mein bisheriges Zelt. Die Maße sind angegeben mit 2,15 Meter Länge, 1,30 Meter Breite und 1 Meter Höhe. Eingang ist ja schon offen. Nicht ganz unwesentlich ist natürlich auch die Reißverschlüsse. Gerade auch bei einer Dichtigkeit. Das ist ja angegeben, wie gesagt, mit 3000 mm Wassersäule. Guck mal, da hakt der Reißverschluss schon, da geht's schon los. Darum das Ganze jetzt ja hier auch ungeschnitten. Ach, guck mal, hier haben sie es zusammengenäht. Da bin ich ein ganz pingeliger. Bei allen Dingen, die ich mit Reißverschluss kaufe, die müssen funktionieren. So, der funktioniert. Andere Seite auch mal eben. Das gefällt mir schon mal ganz gut, dass man beide Seiten aufmachen kann. Dann kann man nämlich auch gut durchlüften. Die Größe sieht auch gar nicht mal so klein aus. Ne? Macht einen guten Eindruck. Jetzt noch das Außenzelt darüber. So. Kann man auch nicht viel falsch machen. Hier am Außenzelt sind diese Schnappverschlüsse. Heißen die Schnappverschlüsse? Weiß ich jetzt gar nicht, wie die richtig heißen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Die werden einfach hier eingesteckt. Und
Und auch mit Außenzelt drüber ist es immer noch freistehend. Ich habe mich einen Hering bis jetzt verwendet. So. Für den Dichtigkeitstest habe ich mich jetzt entschlossen, hier auch noch die Heringe reinzumachen, damit das Wasser auch eine Chance hat, abzulaufen. Ich wollte das ja schon jetzt reale Bedingungen testen. In der realen Bedingung, wenn ich die Möglichkeit habe, hier Heringe reinzumachen, um diesen Stauraum halt zu bekommen, dann will ich das auch machen. Wenn wir mal gucken hier, da hinten ist das Innenzelt und das Außenzelt gibt halt die Möglichkeit, nochmal hier Stauraum zu schaffen, der auch ein bisschen vor Wettereinflüssen geschützt ist. So, jetzt will ich mal sagen, Wassermarsch. Und das Interessante ist ja nicht nur immer die Angabe vom Hersteller der Wassersäule, weil das ist ja eine Angabe, die beschreibt, wie dicht ist es hier auf dem Zeltgewebe, auf dem Kunststoff. Die interessante Frage ist ja auch, wie dicht sind die Nähte, beziehungsweise wie dicht sind die Reißverschlüsse. Darum halte ich mal gezielt hier auch Richtung Reißverschluss. So, der Sommerregen ist vorbei. Wir schauen mal nach. So, außen ist klar. Wasser läuft ab, perlt gut ab. Die Frage ist ja, was ist jetzt hier drin? Das interessiert mich ja. So, hier ist der Reißverschluss, hier ist alles trocken. Hier auch. Geh mal davon aus, dass es hier im Zelt jetzt auch nicht anders aussieht. Dass hier nicht ein Tropfen reingekommen ist. Nö. Bevor ich jetzt meine Sachen in das Zelt räume, zeige ich euch nochmal eben, man kann das hier aufrollen, die Außenhülle, und dann hier mit dem kleinen Knebel festmachen. Ja, und das Innenzelt, die Tür, kann ich dann halt hier in dieser Tasche unterbringen, dass das nicht in der Gegend rumflattert. Und jetzt würde ich mal sagen, ist Zeit, mal die Luftmatratze reinzuschmeißen. Jetzt bin ich mal gespannt hier von wegen Zwei-Personen-Zelt. Ja, die Luftmatratze ist 60 cm breit. Gut, das Zelt angeblich von innen 1,30 m. Dann müsste die ja gut zweimal da reinpassen. Ja, wenn man es richtig in die Ecken drückt, wird das auch wohl so sein. Aber ich glaube, die allgemeine Erfahrung, dass Zelte, die als Zwei-Personen-Zelt angegeben sind, dann für eine Person reichen. Ja, das gefällt mir doch schon ganz gut. Ne? Das ist auf jeden Fall deutlich mehr Luft drin, mehr Raum als in meinem alten Zelt. Aufbau war auch ganz einfach. Tippitoppi, ne? Nicht ein Hering habe ich benutzt. Ja gut, ein Hering habe ich jetzt benutzt hier, um die kleine Stellfläche hier zu schaffen. Ja, ich muss aber hier raus zum Fazit. Wie ihr seht, also es regnet nicht rein. Es ist so warm heute. Eieieiei. Bevor ich jetzt vollends dahin schmelze bei dem Wetter hier heute Nachmittag, fasse ich das Ganze noch mal eben kurz zusammen. Ja, das Archeos 2 von der Firma Black Deer wird über die Firma Obi in Deutschland vertrieben. Die haben es auch freundlicherweise kostenlos für diesen Test zur Verfügung gestellt. Und ich werde es auch in den nächsten Overnighter definitiv benutzen. Muss ja noch mal richtig ausprobiert werden. Link dazu gibt es hier in der Videobeschreibung. Farbe Military Green gibt es auch in Elfenbeinweiß. Ist 1,30 m breit, 2,15 Meter lang und am höchsten Punkt in der Mitte 1 Meter hoch. Ist freistehend. Ich kann es also ohne Heringe aufbauen und dann auch nochmal versetzen. Finde ich super praktisch, ist mir super wichtig, weil mein bisheriges Zelt das nicht hatte. Und wenn man dann es aufgebaut hat, abgespannt hat und merkt, es ist doch ein bisschen unebener, wo man ist, man möchte lieber einen halben Meter zur Seite oder ein bisschen drehen, ist das so natürlich viel, viel einfacher. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Kostet 125 Euro rund aktuell der Preis, der angegeben ist. Wasserdichtigkeit, 3000 mm Wassersäule ist da angegeben. Ich habe es ja gerade nass gespritzt. Das ist ja immer so eine Sache mit solchen Angaben, wie gesagt, mit den Nähten. Die DIN-Norm verlangt nur 1300 mm. Alle, die outdoormäßig öfter unterwegs sind, sagen, unter 5000 brauchst du gar nicht gucken, gerade beim Boden.
wird sich zeigen. Footprint gibt es dafür, leider kein originales. Das heißt, ich werde mir aus einer Baumarktplane wieder selbst eins machen, wie bei meinem alten Zelt auch, dass ich da noch einen zusätzlichen Schutz drunter habe gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Das habe ich ganz gerne, dass der gerade auf Waldboden dann der Boden nicht schmutzig wird. Sonst würde ich aber sagen, für den Preis, wenn die Reißverschlüsse auch ein bisschen länger halten, das weiß man beim ersten Testen ja nicht, und wenn es auch wirklich wasserdicht bleibt, finde ich für 125 Euro kann man da nicht viel falsch machen. Und liebe Leute, nicht jeder kann und möchte 500 bis 1000 Euro für ein Zelt ausgeben. Und nicht jeder macht eine Weltreise. Manch einer, so wie ich auch, möchte gelegentlich damit mal losziehen, mal einen Overnighter machen oder auch mal ein paar Tage am Stück damit eine Radtour über Campingplätze unternehmen. Von daher finde ich, ist dafür das Zelt auf jeden Fall geeignet. Das hat beide Seiten gleich. Das ist auch ein großer Vorteil. Man kann es nicht falsch aufbauen. Man kann beide Seiten aufmachen, dass es einen guten Durchzug gibt. Gerade bei solchem Wetter wie jetzt, dass man nicht nur praktisch eine Tür an einer Seite hat, so wie so ein Tunnelzelt zum Beispiel, sondern dass man hier auch richtig mal frische Luft ins Zelt bekommen kann. Ja, in dem Sinne, denke ich, bin ich jetzt am Ende angekommen hier mit meinen Erklärungen, Erläuterungen zu dem Archeos 2 von Black Deer, vom schwarzen Hirschen. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt mir fleißig in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich weiß, viele werden jetzt wieder schreiben, China-Schrott, hat ja jeder seine eigene Meinung dazu. Nun ja, ich denke, auch mit günstigen Sachen kann man trotzdem Spaß haben. Man muss sich nicht unbedingt immer was Teures kaufen. Und die Frage am Anfang war ja, muss ein gutes Zelt teuer sein? Kann ich jetzt noch nicht direkt beantworten, weil ich muss es erstmal ausprobieren. Ich muss erstmal damit losziehen. Und vom Aufbau her, vom ersten Eindruck her, ich habe es ohne Anleitung aufbauen können. Und die mich kennen, die wissen, das heißt schon was. Und von daher, ja, danke fürs Zuschauen. Bis demnächst, bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.